Ja, ja, genau. Und dann Reiter und wieder Raupe. Nur da. Wir ziehen weiter. Kommt doch ein bisschen näher ran, ihr seid zu verstreut auf dem Platz. Also wir sind jetzt hier nicht im Mekka, wie man annehmen würde. Wir sind auf dem Helvetiaplatz angelangt bei Plattform 5. Und ich heiße willkommen Matthias Walter, hier im Blau vor mir. Er hat die Plattform bespielt. Zu Matthias Walter ist zu sagen, er kommt ursprünglich aus dem Emmental, hat an der Schule hier Kunst studiert, ich glaube letztes Jahr noch den Master abgeschlossen. Und seine Arbeiten, vielleicht kennt der ein oder andere die Vogelkästen, die in der ganzen Stadt hingen, beschäftigen sich auf sehr subtile Weise eigentlich so mit der Intervention im öffentlichen Raum. Und er hat uns heute eine kleine Kaba, er wird dann erklären, was da drin ist, hierher gestellt. Und ja, ich übergebe eigentlich das Wort direkt an dich. Matthias, herzlich willkommen. Also, hallo miteinander, das ist ein bisschen absurd, da mit dem Ding vor dem Mund zu reden. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist, ich habe dem mal den Namen gegeben, das war eigentlich ein Arbeitstitel, das Schwarze Haus. Und es ist eigentlich in erster Linie das, was es einfach ist. Es ist so eine Urform von einer Skulptur. Und zwar ist es einfach ein Würfel, der einen Meter auf einen Meter auf einen Meter Kantenlänge ist. Und das soll eigentlich gegen aussen auch wirken, als das, als ganz schlichte, einfache Skulptur, die nichts mehr darstellen soll. Es soll vielleicht auch ein bisschen abweisend sein, dadurch, dass es so schwarz ist, dass es Licht zurückwirft und es glänzt. Und es ist einfach noch etwas Zweites. Es ist noch eine Kamera. Und zwar ist es eine Kamera Obscura, wie wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Es hat auf jeder Seite, man sieht es, hat so Blättchen in der Mitte angemacht. Das sind dünne Metallblättchen. In diesen Metallblättchen hat es jeweils ein Loch von ungefähr 1 bis 1,5 mm. Und sie ist jetzt gerade am Belichten. Sie wird etwa 3 Viertelstunden belichten im
Tubus innen hat es zylinderförmiges Fotopapier von 94 cm Höhe und 1,80 cm Durchmesser. Und das wird beliebt, es gibt also so wie ein Rundbild. Ja, das ist eigentlich das. Mehr kann ich eigentlich dazu gar nicht sagen. Wir werden es nachher irgendwie transportieren. Es ist relativ schwer, wie alles andere, glaube ich, auch schon. ich werde das nach Möglichkeit, es ist nicht ganz einfach, aber es sieht so aus, als ob es funktionieren würde, das in Neubacken entwickeln, so dass man das Bild heute Abend auch noch sieht. Ja, danke vielmals. Näher kommen wir uns anschauen. Wir bleiben noch 10 Minuten hier und dann gehen wir auf die letzte Etappe.